Tja, liebe Leute, auch der Kulturrucksack des Landes Nordrhein-Westfalen konnte in diesem Jahr nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Ihr wisst ja, Corona, Corona, Corona. Ich weiß, es nervt. Auch hätten wir für die Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren eine richtig schöne Präsentation durchgeführt. Das machen wir jetzt virtuell. Normalerweise gibt es ja eine Dokumentation, bei der wir euch die ganzen Workshops zeigen. Das hat dieses Jahr natürlich leider auch nicht funktioniert und deswegen sagen euch jetzt ein paar Jungs und Mädels, wie sie denn das Ganze fanden. Beim Manga-Workshop haben wir Mangas gezeichnet, uns Charaktere selbst ausgedacht und dazu 3D-Karten gebastelt. Beim Video-Workshop haben wir uns eine Geschichte selber ausgedacht. Dann haben wir dazu einen kleinen Kurzfilm gedreht und wir waren die Darsteller und am Ende haben wir das alles auch zusammengeschnitten und hat Spaß gemacht. Der Siebdruck-Workshop ging 2 Tage. Am ersten Tag haben wir zusammen Bilder gemalt und diese dann am zweiten Tag auf T-Shirts gedruckt. Und es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich habe bei der Schreibwerkstatt mitgemacht und die Girlies hat uns viele neue Tricks und Tipps gezeigt, wie wir besser Geschichten schreiben können. In den Sommerferien haben wir vom Jutze und in Wesel das Karo bei einem Video-Workshop teilgenommen mit jeweils 2 Filmen. Also einer wurde im Karo und einer wurde im Jutze gedreht. Dabei hatten die Kinder super viel Spaß und wir natürlich auch. Und die könnt ihr euch gleich ansehen.